Moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2. Heute fahren wir die Linie 5E und zwar fahren wir vom Fernbahnhof Spandau bis zum Waldkrankenhaus. Wir haben nicht allzu viel Zeit. Dann würde ich mal sagen, fahren wir direkt los, ne? Beziehungsweise müssen wir ja hier hinten zu der einen Haltestelle, um die Leute reinzulassen. Boah, was eine Kurve, ey. Upsi. Zack. Reinkommen bitte. Ach so, wir fahren heute übrigens den... Moment. Was soll der? Normalen Fahrschein. Den hier. 50, 60, 70, 80. Und... Ach. 7. Guten Tag. Einmal normal. 30 zurück. Hallo. Ja, hallo. Moin. Tag. Fahrkarte. 50, 60, 70, 80. Anstatt dass ich auf die 30 drücke. Nee. Okay, so. Wir fahren den MAN NL. Nee, SD. Nee. Doch. MAN NL 202 N92. ja, heute mein Solobus und vor allem kein Doppeldecker. Ich denke, der Bus wird voll werden. Weil ihr seht ja jetzt schon, wie voll der ist. Aber egal. So, spüren wir mal 2 Minuten nach vorne. Möchte noch wieder rein? Nö. Dann geht's direkt los. Zur nächsten Haltestelle. So. Von da kommt nichts. Hier können wir sowieso fahren. Aber eine rote Ampel natürlich. Ach, diese roten Ampeln. Niemand kann sie leiden. Ach, ich finde den Bus an sich ganz schön. Fällt mir besser als die Doppeldecker. Und die Gelenkvariante, also den GN92. Weil der ist irgendwie... weiß nicht. Ich finde das Gelenk so mega nervig, weil der so... Weil das so eklig quietscht. Bah. Das ist... nicht so mein Fall. Jo, was ist denn hier los? Alter. Menschenversammlung oder was? Na, wie sieht's mit den Frames aus? Ja. Man merkt's. Aber egal. Sehr gut. Boah. Also man merkt echt... Ja, heul nicht rum. Also man merkt echt, dass hier zu viele Passanten sind. Und eine Sache, die mir an den Mercedes-Bussen zum Beispiel, wir haben grün, besser gefällt. Ja, lässt er mich durch, oder nicht? Lösen muss er. Boah, die Frames. Auf jeden Fall, das, was mir an den Mercedes-Bussen besser gefällt, ist... Na. Die Windschutzscheibe. Dass sie halt komplett ist und nicht so wie hier bei MAN geteilt. Das finde ich ein bisschen, naja, nicht ganz so schön. Aber naja. Gehört halt zu MAN anscheinend dazu. Ich glaube, da habe ich ein bisschen sehr stark gebremst. Noch
nicht, wenn sie es nicht wärmer macht. Ich habe eine normale Fahrkarte. Man kann sie auch anstellen. Das ist die Frage. Ich denke, wir müssen geradeaus. Ja. Ich sehe da hinten die Pfeile. Waldkranke. Hey, hier steht nur 5 und nicht 5E. Na gut, die 5E ist hier die Express, oder? Ich weiß nicht, ich komme nicht aus Berlin. Ich kann mir vorstellen, dass die Express ist. Na, was war das gerade hier für ein Kollege? Ah. 5. Oh. Ach, und wir haben immer noch rot. Wir warten und wir warten. Und wir hupen. Und wir kriegen endlich mal grün. Hey, da ist die 92. Ach, die 92. Das ist echt die klassische Strecke. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gefragt hatte, aber wisst ihr, ob es die Linie jetzt noch so in Berlin gibt? Gut, jetzt wäre es ja eh nicht mehr die 92, sondern die 137. Aber gibt es diese Linie noch? Wenn, oder ja, klärt mich da mal bitte auf, das, ach, war die falsche Taste. Das weiß ich echt nicht. Und da ist ein Fehler in der Map. Weil eigentlich müssten wir hier links fahren, aber, ja. Ist klar. Da geht nämlich der Pfeil. Also, da ist nämlich auch noch ein Pfeil und da geht es weiter. Das finde ich ja so ein bisschen, naja. Aber gut, jeder kann mal Fehler machen. Wobei man das bei der Map eigentlich, wobei man bei dieser Map das, ja, ich weiß nicht. Eigentlich dürfte es hier bei dieser Map erst recht nicht passieren, weil die ist ja von den Entwicklern halt. Was für Buffett, der Scheiße. So schlecht fahre ich nicht. Also so heftig habe ich jetzt auch nicht gebremst. Fahrschein. Zack. Ja, ja. Hier, bedien dich. Zack. So. Ach, die Telefonzellen. Oh, ich finde diese Telefonzellen. Apropos jetzt, wo wir die gerade so sehen. Ich finde die so hässlich. Wir hatten ja auch hier in Hamburg welche vor. Etlichen Jahren. Ah, nein. Vor etlichen Jahren. Aber. Ah, die sind so hässlich. Und dann guckt man mal sich die Londoner. Dings an. Entschuldigt. Aber. Ganz ehrlich, es ist doch potthässlich. Man kauft sich. Hätte ich gerade ein anderes Thema im Kopf, aber egal. Ich finde die so hässlich. Man guckt sich. Guckt euch mal die Londoner Telefonzellen an, die alten. Und dann die deutschen. Also viel hässlicher geht's ja wohl kaum. Kaum noch. Alter, es ist doch hier allen so kalt. Hier sind 16 Grad drin. Guten Tag, ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Eine normale Fahrkarte, bitteschön. Ja, ein bisschen Gas geben müssen wir. Wobei, ich fahre doch eh schon Kickdown. Ach, Polizei, jetzt wo ich es gerade sehe, G20-Gipfel habt ihr alle mitbekommen, ne? Hatte ich das nicht mal im letzten...
Ein Video von gestern angeschnitten? Ich weiß es nicht. Ah ja. Waldkranke. Wir fahren zum Waldkranke. Oh. Ja, roll nicht rum, Mann. Das ist auch mal eine beschissene Haltestelle. Jetzt mal ganz ehrlich. Direkt hinter der Kurve. Ach. Sowas hasse ich. Wenn ich ehrlich sein soll, aber. Ja. Kein Stein mitgenommen. Ach so, ihr werdet das ja. Gerade hören, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe ein Dachfenster und es regnet dezent. So. Zack, Türen zu. Alter, wie viele Leute wollen denn raus? Oh, ich dachte, der Bus wird voller. Und wer läuft da? Wer ist denn gerade durch den Bus gelaufen? Hm. Naja. Ich mag die Linie 5 oder 5E. Ich fahre die so gut wie nie. Wenn, dann fahre ich die 290, also 137. Ja. Oder halt Hamburg oder was anderes. War das gerade Gewitter? Hm. Egal. Ich hoffe, es ist für euch nicht allzu laut. Wobei doch, es wird gerade stärker. Och, komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Entschuldigt die Geräusche, aber... ich kann mein... Alter Schwede, die Welt geht gerade unter. Yo! Wow. 30, 50, 2, aber... Alter Schwede! Yo! Ich müsste euch ein Bild schicken, aber... Ich müsste euch ein Bild einblenden, aber... Foto machen bei so einem Regen ist ein bisschen problematisch, da ich kein wasserfestes Handy habe oder auch keine GoPro und so weiter. Alter Schwede! Gießt gerade, meine Straße ist überflutet. Ich habe da einen See. Man sieht 500 Meter. Die Bäume sind richtig... Alter, ey, was ist denn für ein Unwetter jetzt auf einmal? Eben schien nur noch die Sonne. What the fuck? Alter Schwede, das wird ja noch heftiger. Oh, mein armes Fenster. Ich habe das letztens sauber gemacht. Jetzt ist das wieder voll mit Wassertropfen und so weiter. Nein. Aber alter Schwede, ist das heftig. Es ist gerade echt richtig starker Regen. Ja, aber er lässt langsam... Naja, er lässt nicht nach, aber... Knallt nicht mehr so gegens Dachfenster. Ja. Und jetzt wieder. Ihr hört es ja, denke ich mal. Ich hoffe, es ist nicht allzu laut. Aber naja. Wow. Ah! Okay, das ist das Problem an der Maussteuerung. Dann weiß ich schon mal, was für eine Einstellung ich ausmachen werde. Hey, wir sind auf der Linie, auf der Strecke der 92 mittlerweile. Zack. Hey. Alter Schwede. Warte mal, Option. Ja, jetzt könnt. Ich bin mal kurz ruhig, während ich hier in den Einstellungen die Einstellungen suche. In den Einstellungen die Einstellungen suche. Hört euch mal den Regen an.
Und wie ist das so? Hä? Ich finde, ach, ich finde die Einstellung gerade nicht. Entschuldigt, ich. Eigentlich war ich mir sicher, dass sie da ist, aber keine Ahnung. Ach, und jetzt lässt der Regen nach, oder was? Yo, meine Straße ist echt wirklich paar Zentimeter überflutet. Ha, paar. 5 oder 10. Ja. Wie war das mit? Das wird gerade weniger. Ich nehme es zurück. Aber es wird heller. Somit müsste es jetzt, ja, wirklich weniger werden. Ach, jetzt im letzten Augenblick drücken oder was? Hä? Hä? Einen normalen Fahrer. Alter. Ja, ist klar, man kann es auch übertreiben. Wollen Sie mir einen Fahrschein geben? Ja, bitteschön. Hä? Entschuldigen Sie. Ja, heul nicht rum, Mann. Entschuldigen Sie. Ja, sorry, Wollen Sie mir das. einen Fahrschein geben? Och, hier. Entschuldigen Sie. Ja, Mann. Oh. Upsi. Zack, Türen zu, Abflug. Nix da, nicht überholen. Boah, mein Fenster ist echt voller Dings. Wassertropfen. Mein anderes auch. Das andere, da prasselt noch der Regen drauf. Und das. Wow. Und das Insektennetz-Ding da auch. Alter Schwede. Das sieht aber an sich echt cool aus. Hat was. Wenn ich ehrlich sein soll. Ist klar. Fahrt genau jetzt, Solarmarschchen. Also, sorry, aber wie dumm ist eigentlich Berliner Gedöns hier? Dass sie die Haltestellen so dämlich gesetzt haben. Weil ganz ehrlich, man kann doch nicht tausendmal eine Haltestelle direkt vor oder nach einer Kurve und so weiter platzieren. Das ist so dämlich. Oh. Das ist so dämlich. Aber naja. Ich meine wir. Ich muss mich damit abfinden. Okay, ja, jetzt hört es langsam auf. Beziehungsweise, es ist fast zu Ende. So, Höchstgeschwindigkeit von dem ist übrigens 72, aber es ist ja egal. Im letzten Omsi-Part hatten wir ja sowas Bestimmtes ausprobiert. Das war aber auch nur, weil mich das mit der Lampe interessiert hat. Wann die denn mal angeht. Hau ich gut dadurch an. Zack. Oh, der macht alle Plätze. Ich will durch. Upsi. Da hab ich die. Da bin ich dezent. Ja. Nehmt euch mal kein Vorbild gerade an mir. Ja, schön um sie. Sehr schön. Schönen guten Tag. Einmal normal. Ja. Danke. Abflug. Ups. Ich drücke echt immer auf die falsche Taste. Bei dem ist das irgendwie umgekehrt. Und die nächste Haltestelle direkt vor einer Kurve. Spektefeld.
Zack. Pff. Perfekt stehen geblieben. Jo. Alles klar, komm doch noch näher ran. War hier eigentlich ein Pfeil? Ja. Jetzt wird hier wieder voll mit den Pfeilen gespammt, was ich nicht verstehe. So, hier sind 30, hier lassen wir dann rollen. Also rollen ist nicht so bei dem Bus. Es ging schneller als erwartet. Aber eine Sache, die mir gerade auffällt, wir sind die ganze Zeit echt richtig pünktlich. Weder zu früh noch zu spät. So schön, oder? So. Ich finde es interessant, dass wir nicht einer 5E begegnet sind. 92, 5 und 5. Also ich fahre auch nicht gerade gut für den Motor. Oh. Aber nicht mein Bier. Oh, aber wir fahren zu schnell. Viel zu schnell. Ein bisschen zu schnell ist ja noch okay. Also, 5 km/h halt die. 7 halt diese Toleranz. Aber schneller sollte man dann auch nicht fahren. Na, 30 schon war das. So. Dann sind wir auch hier angekommen, am Hochhausweg. Ach, scheiße. Hallo. 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 Ein Mitschüler, bitte. Hier, bitteschön. Jetzt kriegst du 60 Cent und 3 Euro zurück. Tschüss. Das klang komisch. Das ist naja. Ich denke, unsere Fahrt nähert sich jetzt auch dem Ende. Na, noch nicht. Das waren 30. Das waren 30 hier. Ich hab's hier gerade total verpeilt, dass hier 30 sind. Na, ein bisschen ist noch. Du willst abbiegen? Ja, los. Fahr zu. Was sind das für Menschen? Und ich hätte echt nicht gedacht, dass der Bus nicht... also ich hätte echt gedacht, dass der Bus komplett voll wird. Aber ist er wohl nicht. Hallo. Einen Einzelfahrschein. Hallo. Einen Einzelfahrschein. Bitteschön. 50, 80 und 2. Wie bin ich gerade auf 1 gekommen im Kopf? Vor allem hier bei Tageskarte normal. Dankeschön. Eine Fahrkarte bitte. Dankeschön. Naja, man kann es auch nicht ändern. Wenn ich das ein bisschen sehr dämlich finde. Nein, ich fahr vor. Also die Leute da drinnen oder die hier direkt am Motor sitzen, die haben auch ihren Spaß, glaube ich. Nicht. Wird bestimmt laut, wenn ich hier immer Kickdown fahre. Glühwürmchenweg. Ach, heul nicht rum.
Warum mache ich die Vordertür auf? Ja, habe ich. So. Jetzt ist alles raus. Jetzt ist der Riesenskandal. So, letzte Haltestelle. Waldkrankenhaus. Echt? Das hier ist Waldkrankenhaus? Dämon spektakulär. Ne, zum Waldkrankenhaus ist. Oh. Och. Ich dachte schon. Die nette Dame möchte nicht rein, die möchte eher in die Anstalt, beziehungsweise in die Klinik, in die Nervenklinik. Ist das Waldkrankenhaus? Oh nein, die Kachel lädt nicht. Kachel laden, bitte. Ach, komm schon. Jetzt Waldkrankenhaus. Bin ich gespannt. Noch nicht gerade spektakulär. So, alle Abfahrten waren okay. Und in dem Sinne würde ich sagen, ihr könnt den Part natürlich gerne bewerten. Anhand eines Likes oder Dislikes. Ihr könnt den Kanal auch kostenlos abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Dann könnt ihr auch auf die Glocke klicken, weil bei uns ist irgendwie gerade alles ein bisschen durcheinander. Wobei ich hoffe, dass ab heute wieder alles normal ist, aber mal gucken. In dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.